Hallo, meine heranwachsenden Kühekäufer und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren entspannten und auch hoffentlich weiterhin chilligen Runde Clanfolk. Ja, wir sind nur mitten des Nachts. Was kann man dazu sagen? Wir warten jetzt ab, bis alle aufstehen, bis alle wieder ihrem Tagewerk nachgehen. Wir brauchen immer noch einiges ein bisschen an Ziegel. Könnte immer noch sehr schwer werden, ob wir im Herbst umziehen. Sieht immer noch sehr, sehr schwer aus. Denn Ziegel ist immer noch ein großes Mysterium, sage ich mal, dass wir die Ziegel ordentlich wegräumen. Herstellen eigentlich. Wegräumen tun wir sehr gut, sind immer gleich wieder weg. Und ja, wir haben immer noch gute 400... What the hell? Ja, tolle Wurst. Die gehen alle jetzt kaputt. Ach, Manno! Nee, warte, das stimmt nicht. Ach, gut, 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 gut. Die meisten Pilze... Nein, doch nicht. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Verdammt. Ich habe jetzt auf diese Pilze nicht mehr geachtet. Oh, ich bin ein Gömmeldöbbel. Mist, Mist, Mist. Was ist denn das da? Achso, da ist ein Händler, wa? Hi, Florence. Der weibliche Zicke. Du willst mir meine Kuh kaufen? Bist du doof, du Kuh? Meine Kuh, du kriegst meine Kuh nicht, aber ich kaufe dir deinen Zicklein ab und das kaufe ich dir auch ab. Und ich verkaufe dir ein, zweimal. Dann habe ich ein bisschen reingekommen. Was kann ich dir noch verkaufen? Ja, komm hier. 1, 2, 3, 4 mal. So, 1800 Bla-Keks. Ich habe 5. Ja, gut, so, jetzt haben wir nur noch 9 im Inventar, haben wir also ein bisschen Geld bekommen. Nee, Neger kann ich gerade gar nicht verkaufen. Flachsamen, ich habe 600. Machen wir mal einmal weg. So. Oh, komm hier, da können wir mal ein bisschen verkaufen. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld wieder rein und raus und jetzt haben wir ein weibliches Zicklein. Sehr gut. Wir haben Nahrung 19, 20. Ach du, ich wunder da Bärchen aus. Ja, ja. Könntet ihr aber hier mal. Ach ja. So, machen wir 500 hoch. Hier auch auf 500 hoch. Und hier machen wir auch nochmal 500 hoch. Sehr gut. Und hier auch auf 500 hoch. Dann werden gleich wieder Pilze getrocknet, damit wir wieder genügend getrocknete Pilze haben, damit wir auch wieder genügend Essen haben. Damit wir den Winter auf jeden Fall wieder überleben. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wie lang und wie weit wir das Ganze noch spielen. Das ist immer noch offen, aber derzeit ist es noch gerade im Laune-Stadium und deswegen werden wir auch erstmal weiterspielen. Könnt ihr immer gerne rausbringen, meine Freunde. Die braucht ihr nicht drinnen lassen. Ist auch schön, dass die Kinder jetzt sozusagen so ein bisschen mit dabei langsam sind und weitestgehend Aufgaben übernehmen, die sie übernehmen können. Pilze wegbringen und so weiter. Das ist schon mal ganz gut. Pilze sammeln. Das funktioniert. Wir brauchen uns hier immer mehr Essen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und wir sind immer noch auf dem Vorbereitungsmarsch Richtung hier unten hinzuziehen. Dahin. Bin gerade zu weit gescrollt. Badezimmer ist ja auch fertig. Wir brauchen noch mal zweimal Badewannen. Noch zwei, drei. Drei Badewannen noch am besten. Na gut, eigentlich zwei, weil eine bringe ich dann auch mit. Also hier eine, hier eine, hier eine, sage ich mal. Dann haben die genügend Badewannen und ja, trinken und Co. hast du ja da. Da dann sozusagen. Oh, guck mal, der baut noch woanders. Baut der Dächlein oder baut er jetzt schon die anderen? Okay, der hat die Dächlein gebaut. Dawid, was machen Sie da, Dawid? Oh, schön. Er ist erwachsen. Aber sie gibt Milch. Milch gibt sie jetzt schon? Okay, da habe ich jetzt ein bisschen was anderes erwartet. Warten bis morgen. Warten bis morgen. Genau, da muss ich jetzt noch warten. Da kann ich Butter und Milch draus machen. Coole Sache. Da sehen wir also doch schon mal Milch. Zumindest Ziegenmilch. Ja, Butter. Genau, Butter wird dann, wenn wir die Milch haben, gemacht. Blösser, genau. Wir brauchen noch einen Escher.
Escher. Escher catchen. Ja, fängt alle. Entschuldigung. Ich weiß. War schwach. Der war schwach. Aber ey. 6, 12. Oh, hier kommt Potz da hin. Müssen wir bauen. Gehört dazu nun mal und wir haben es noch nicht getan bisher. Windenkerbe und Gerb sauber heute, um sie zu Leder zu machen. So. Decker. Ein Fleischer. Boah, der tut wieder so einen Lappen da, ey. Was soll ich denn das da machen? Boah, machst du da hin? So. Oh, Daui, sehr schöne Sache, dass du da. Ah, handwerklich begabt. Freigeschaltet, Blösse. Blösse? Getrocknete Haut. Arbeitszeit in den Escher. Blösse 10. So, wir brauchen wieder Asche. Holzasche. Also brauchen wir wirklich mehr davon noch, dass wir auch allgemein nur Holzasche rausmachen. Shit. Wir müssen wirklich da unten. Boah, zweimal Babyschaf. Ey, wo kommt die denn schon wieder alle her? Holla, die Waldfee, wie soll ich denn das alles noch hinkriegen langsam? Oh, und wir haben wieder für 19 Tage Essen, meine Freunde. Ich sage einfach mal so ein bisschen im Herbst anfangen. Komm, Pilze und alles trocknen und ihr habt Essen. Boah, 23 bei den, wir kommen langsam auf Stufe 2. Ja, so ist gut. Aber die Douglas, die Modedo-Firma hier, die kommt viel zu selten vorbei. Du Heiliger, haben wir hier viele Pilze. Ja, sieht gut aus. Danach langsam schon wieder die nächste Planung reinsetzen, weil wir ja dann langsam die Werkstätte noch runterholen müssen. Da plane ich dann sozusagen nochmal den Raum und den Raum hier ran. Dann hier so ein Zwischenraum, der ein bisschen draußen offen ist und dann nach unten hin so ein Arbeitswerkraum, Schmiede. Dass wir dann das sozusagen erstmal runterholen. Das wird auch Großteil runtergeholt. Dann müssen wir noch gucken, dass wir uns einen kleinen Bereich machen, wo wir dann hier so garen und so machen. Und der Erz fehlt auch wieder. Noch ein Schaf, Baby. Leute, es wird zu voll hier. Braucht wieder jemanden, der die Dinger, der die hier wieder abkauft. Wir haben immer noch 236 Pilze. Kann ich mich denn dem zum Clan anschließen machen? Zufriedenheit? Nein. Warum bist du nicht zufrieden? Oh, wenn das Ding voll ist. Wenn das Ding Zufriedenheit voll ist, dann kriege ich, kann ich den A annehmen? Das so? Und diese kleine Ameise folgt. Guck mal, wir brauchen nur noch bei 10.000. So riesiges Zimmer, 3 Sekunden ist jetzt gerade drin. Da kriegt er da noch mal ein bisschen was rein. Aber brauche ich dann einen potenziellen Partner? Braucht er noch? Ich hoffe nicht. Abreisender Partner darf keine Kinder im Plan haben. Oh, jetzt kriegt er minus 2. Jetzt kriegt er wieder. Ja, wegen dem hier, wa? Räumt das weg da! Weiter! Francis, ich beobachte dich. Du musst zufrieden sein. Der ist auch gut, weißt du, der hat ja 11 bei Medizin drin, ne? Also der ist gar nicht mal so ohne. Ist gut aus. Yeah. Wo wird das noch was? Denn hier alles noch? Boah, immer noch zu wenig. Was machen die jetzt? Bauen. Oh, die bauen Dinge. Die bauen Dinge. Tage Essen. Stimmung ist immer noch nicht voll, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Hubschrauber rum. Was machen die denn da?
Francis, du kostest mich eigentlich zu viel. Würdest dich eigentlich mir schon anschließen. Oh, die letzten Sachen sind das. Wir haben ihn auf 10.000. Nee, ich brauche echt nur wegen einem blöden Partner oder was? Verdammte Axt. Ist ja dödelig. Aber meine ist noch zu klein und der ist dann wahrscheinlich schon so alt. So, was haben wir noch hier so Feines? Und hier sind noch Stöcker und Co. drin. Wir haben irgendwo noch 103 Pilze, aber ich weiß gar nicht, wo die liegen. Auch hier liegen die drin, da könntet ihr mal das da weiter. Ach, machen sie jetzt schon gerade gar nicht weiter. Gut, da ist halt so. Ist halt so, eben, ja, wir, ja, was soll ich euch weiter erzählen? Also wir sind weiterhin im, oh ja, Diana. Diana, ich bin sehr stolz auf dich. Ich finde es voll gut, dass du hier uns die Wohneinheit sozusagen weiter voranbringst. Das finde ich sehr, sehr löblich von dir. Als nächstes brauchen wir zwei Badewannen. Ja? Wir brauchen nochmal da eine hin. Und ich würde mir wünschen, wenn wir hier eine auch noch hinbauen. Wenn wir die beiden Badewannen nämlich auch noch haben, dann haben wir vier Badewannen hier drinnen. Da haben wir dann auch zweimal so einen Krug dann drinnen. Womit wir dann sagen können, ihr habt hier sehr schön. Und das nächste, was mir nämlich gerade eingefallen ist, weil es wird ja sonst ziemlich kalt hier drinnen. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass ihr hier warm habt. Ne? Also ich würde euch hier so einen Kamin hinstellen. Den bekommt ihr noch rein. Dann haben wir sozusagen zwei Kamine, die wir dann aufbauen. Und dann haben wir hier genügend Wärmequellen, um uns gut gehen zu lassen. In der kalten Badewanne möchte man ja einfach nicht baden. Es ist einfach so. Sehr schön. Aber wir kriegen es trotzdem noch nicht hin. Ich wollte, dass der, also der Raum muss geschlossen sein. Hier ist jetzt Semi. Da läuft es halt hier und hier noch rein. Das ist okay. Aber der Raum hier muss geschlossen sein, damit hier die komplette Küche steht. Wenn hier die komplette Küche steht, hier alles drin steht, dann wäre es mit mir klar vereinbar, dass ich sagen würde, kommt Leute, wir ziehen hier rüber, denn wir können dort weiterleben. Und aber ich sehe gerade was ganz Wichtiges. Wir brauchen wieder wir brauchen ja pro 20 Nägel, sind ja 10 Barren, dann sind das. Sind 25 Barren, würde ich sagen. 10 Barren, 15 Barren sind das dann. 15 Barren für 300 Nägel. Ich finde, das ist ja eine gute, ich finde, das kann man gut nehmen. Gut nehmen. Ja. Auf jeden Fall. So. Könntet ihr mir mal hier eigentlich noch diese Rindengerbung aufbauen, damit wir da auch weiterkommen? So, und was ist hier? Du brauchst Wasserkrug, du brauchst Holzasche. Ich hoffe, ihr habt mich nicht erschrocken. Sehr schön. Warte mal, habe ich nicht jetzt schon erst einmal nicht? Amy, hier ist sie ready. Leute, da ist Milch ready. Wir können Milch holen. Baut ihr hier? Oh, guck mal, da haben sie schon aufgebaut. Und Nägel sind schon weg. Ihr findet auch schon Nägel. Also brauchen wir Nägel. Holt mal den Nägel mal erst noch her. Und hier müssten wir dann Milch bekommen. Und mit der Milch könnten wir doch dann anfangen. Leute, könntet ihr mir bitte die Wolle wegnehmen? Also ganz ehrlich, warum da wieder die Wolle rumliegt, das kann mir wieder auch keiner beantworten. Was? Oh, geh langsam alle ins Bettchen. Sorry, was machst du da? Hä? Sorry, du, was machst du da? Achso, du machst da Ordnung. Okay, gut, ich habe mich schon gefragt. Francis? Linke schwitzt im Dunkeln, satt, großes immer, gutes Gespräch. Was hast du da getan, mein Freund? Aber langsam gibt mir auch die Kohle. Also ich hoffe, dass jetzt der nächste Händler uns ein bisschen Geld auch wieder bringt. Dass wir da auch nochmal ein bisschen was machen können. Und wir brauchen jetzt überall ein bisschen Nägel, das ist ja klar. Hier hat uns noch ein bisschen was. Aber wir sind schon weit vorangekommen. Wir haben jetzt auch schon wieder die nächsten Dinge gesehen. Und ich finde das wirklich mehr als
Schnieke. Wirklich mehr als Schnieke. Und da sind jetzt aber Dreckspilze drin. Toll. Die könnt ihr mir dann mal wegräumen. Da haben wir ja noch ein paar getrocknete Pilze. So. Meine Damen und Herren, arbeitet weiter fleißig, damit wir uns weiter aufbauen können. Genau, da kommt das noch rein, da kommt das noch rein, das noch rein, das noch rein. Da brauchen wir noch eine ganze Menge Nägel. Aber habe ich ja schon in Auftrag gegeben, die Nägel. Und wenn wir die dann haben, können wir dann auch da weitermachen. Ja. Ja, ja, ja. Freigeschaltet? Buder. Buder ist freigeschaltet. Aber ich hätte gerne Käse. Aber Käse braucht 20 Milch. So, warte mal. 20 Milch für 4 Käse? Relativ weit viel. Aber das zählt ja nur als eine Milch, oder? Sag mal, wo ist denn das jetzt? Mein Inventar. Ah, nein, guck mal. Wir könnten einmal Käse machen. Käse, bitte. Weh, es trinkt einer von euch diese Milch aus. Und das hier. Guck mal, wie die Ideen. Wir haben jetzt Butter freigeschaltet, ne? Und Käse haben wir in dem Sinne auch. Wir haben also hier, das unterste ist Käse. Ach, guck mal, du kriegst nur 500 Nahrung für einen Laib Käse. Hallo? Aber Brot bringt 3500 oder was? Belegtes Brot fährt dann eigentlich noch. Als nächstes brauchen wir saubere Haut. Da brauchen wir ein Fleischerblösse und dann brauchen wir saubere Haut. Daraus können wir dann saubere Haut machen und das saubere Haut kriegen wir dann da nochmal was freigeschaltet. Also wir sind fast durch, ja. Wir haben nicht mehr viel. Leingard und saubere Haut und das, was freigeschaltet wird, ist. Die beiden Sachen fehlen noch und dann sind wir auch, was sage ich mal, erforschen der Liste angeht, fertig. Den können wir nicht freischalten. Also wir können nichts weitermachen. Wir haben einen Goldbarren, der bringt uns jetzt nichts viel. Wir können auch noch gar keine herstellen, weil wir das noch haben. Aber wir haben bald dann das fertig. Dann haben wir alles erforscht. Unsere Kinder arbeiten schon mit. Händler ist auf dem Weg. Vielleicht können wir da mal wieder ein paar Tierchen verkaufen. Wir haben nämlich viel zu viele Tiere mittlerweile. Da haben wir den Händler. Nee. Nee. Ja, klar, meine Kuh verkaufe ich noch. Ja. Also meine ganzen Steine. Wo sind die alle hin? Habe ich die alle gekauft? Nee, die brauche ich noch für das Ding. Nee, das war's. Ja, ich habe dir ein paar Steine verkauft. Das war's. Ja, jetzt ist Warten angesagt. Wir können nur zugucken, wie sie jetzt da weitermachen. Ihre Zichter. Also, wir haben jetzt Aufgaben. Weil haben sie nicht mehr so viele Aufgaben. Huch, da ist meine Maus da oben. Ich habe nichts drauf gehabt. Wenn sie nicht wieder bringen, mir auch noch nichts, weil sie aus Eiern können sie auch nichts herstellen. Wir könnten da sie nur schlachten in dem Sinne. Wird schön, dass sie jetzt mittlerweile auch gut dabei sind. Unser Essen liegt hier auf dem Boden herum. Und unser Käse ist fertiggestellt, meine Freunde. Minus 2 die Sekunde mit nur 54.000. Ne, also ist schon, ich finde ein bisschen heftig. Also wirklich, ich muss sagen, ich finde das schon ganz schön heftig. Das ist so voll übertrieben eigentlich, dass es so schnell halt heruntergeht. Mal, wenn der jetzt, sag mal, machen wir mal eine Aufrundung. Ne, mit dem 54 ist er sozusagen 9. 9. Neuntel von dem, wenn es, genau. Guck mal, dann nimmst du das mal weg. Dann bist du bei Minuten nur eigentlich. Eigentlich ist es ziemlich kurz. Aber wir haben zumindest, wir haben es schon mal geschafft, einmal herzustellen. Wir haben einmal schon Käse hergestellt. Und das finde ich ist eine gute Leistung. Ist wirklich eine gute Leistung. Muss man einfach mal sagen. Guck mal, hier steht die, stehen die Badewannen, stehen auch alle schon. Wir brauchen jetzt hier noch die Kamine da drin. Oh. Du machst natürlich den Vorraum. Warum machst du mir den Vorraum fertig? Ich brauche die anderen. Ach. Einfach querbeet mit dir gebaut. So, wie wir das jetzt machen? Wir machen jetzt mal das so. Und machen jetzt mal. So. Hier mache ich jetzt mal fertig. So. Bitte baut mir danach wirklich zuerst.
zuerst erstmal hier die Dächer fertig, ja? Das ist jetzt so der... Oh, da ist auch okay. Da bin ich einverstanden. Die Küche muss auch fertig gemacht werden. Aber ich brauche erstmal das Zimmer. Das Zimmer ist wichtiger. Ach ja, ja, sehr gut. Ich glaube, wir machen den Tag jetzt hier noch zu Ende und dann würde ich für heute auch schon wieder den Feierabend ausrufen. Würde euch dann einfach nur direkt dann am nächsten Tag noch gleich dazu holen und dann dort mit euch weitergehen. Das ist wahrscheinlich so Rinde, Wasserkrug. Brauchst du da rein. Hier brauchst du Holzasche und Wasserkrug. Ja. Hat die wieder ausgemacht? Haben wir den schon? Ja, stimmt, hier haben wir schon. Eigentlich schon schön. Und wenn du jetzt hier mal so einen Dachmodus anmachst. Hat schon was, ne? Ist dann auch so, die Mauer. Es könnte dann hier noch so lang gehen. Hier so lang, da so lang. Ein wirklich schönes Haus. Ein schönes Haus, kann man sagen. Oh, ich glaube, der Tag wird schon, geht schon zu früh zur Neige. Also bei 22 Minuten bin ich mir dann doch schon wieder zu fad. Nee, das ist mir zu kurz. Ja, lass mal noch ein bisschen durchlaufen. Also 26 Minuten Schuhe. Also, das Buch. Also ich muss ja, ich bin immer so selber, wenn ich selber gucke. Also 20 Minuten ist so. 25, 26 finde ich okay in Zeit. Ich habe auch 30 Minuten, aber jetzt geht es gerade bei mir einfach nicht weiter. Deswegen muss ich das gerade so machen. Aber 26 Minuten hört sich gut an. Wieder neue Materialien. Genau, ihr macht erstmal das fertig. Also das erstmal fertig, dann machen wir das hier fertig und dann könnt ihr das machen. Leute, ihr braucht hier drin übrigens noch nicht das Vollfüllen, ne? Also das lohnt sich ja alles noch nicht. Guck, aber hier hast du auch schon eine Raumtemperatur von 12,6. 12,6. Also es geht gerade zwar ein bisschen runter, aber die Außentemperatur ist schon 9,9. Das dauert hier wesentlich länger. So. 12,6, 9,9 und jetzt ist schon 5,6. Weißt du, es ist kühler schon da drin als da draußen. Das ist das Heftige. 17 Tage haben wir noch. Wir müssen auf jeden Fall dann nach übernächsten Tag sollten wir dann wieder versuchen, Pilze ranzuholen. Dann wollen wir nochmal ein bisschen Pilze trocknen, damit wir genügend haben. Und Leute, könnt ihr euch nicht mal dran gewöhnen, diese Dinger da fertig zu machen? Das wäre mal sehr toll. Wäre sehr wichtig. So. Naja, Diana und Dawid müssen dann irgendwann mal aber auch eigene Zimmer dann kriegen, ne? Dann auch langsam auf eigene Zimmer dann zu. Richtig komisch draußen. Irgendwie komisch. Aber egal. Egal. So. Wir haben 316 Aufgaben haben wir eigentlich immer noch. Mann, ich muss die andere Taste nehmen. Pass mal auf. Ich brauche von euch heute nochmal. Ja, ja, wir machen doch nochmal ein bisschen Pilze. So, ihr macht hier nochmal Pilze. Die sind nämlich alle schön aneinander. Und dann können wir nämlich da nochmal schön getrocknete Pilze machen. Wir haben genügend Hafer. Ja, haben wir da. Aber warum sollen wir jetzt die Pilze nutzen? Die bringen eigentlich am meisten was. Pilze, wumm, fertig. Einfach zack, fertig. Was? Guck mal, wir haben 1000 Pilze, wir haben für 17 Tage Essen. Ist einfach so. Da muss noch geschraubt werden. Die Pilze müssten von der Essbarkeit ein bisschen runter. Brot müsste auf jeden Fall höher und länger haltbar sein. Fleisch müsste das eigentlich die Möglichkeit, glaube ich, der Pökelung geben. Vielleicht Salz noch mit hinzufügen, dass du das pökeln kannst. Irgendwie sowas muss auf jeden Fall mit hinein. Das ist schon sehr wichtig. So. Jetzt habt ihr nur nicht, ihr baut da wieder alles rein. Doch. Die haben jetzt hier gebaut statt da. Hä? Und Pilze müssen auf jeden Fall gleich dann reingebracht werden, Leute. Da, shit. Shit. Natürlich muss es jetzt regnen. Blödes Wetter. Was hast du denn da?
ich denn damit? Ich habe 270 Wollknäuel im Inventar. Ja, du kriegst bei mir mal Wollknäuel. Nikola! Ich Wollknäuel. Nee, brauche ich erstmal gerade nicht. Nee. Die Zicke ist zwar so, aber die würde ich erstmal noch behalten. Nee. Was muss ich dem aber ja verkaufen? Der will halt mal irgendwas haben. Hier kriegst du einen Düngbeutel so. Schön, dass ihr trotzdem den ganz falschen Bau da angeht. Ich hab gesagt, macht da drüben, der baut da. So, alle Pilze, bitte. Alle. Warum nehmt ihr nicht alle Pilze jetzt hier? Alle Pilze bitte reinbringen. Wichtig, wichtig. Alle Pilze rein. Alle Pilze trocknen. Alles essen. Wir brauchen 30 Tage Essen. Für uns muss es 30 Tage gut gehen, ohne Probleme. So. Und ich sehe gerade, da wir jetzt Pilze gerade reinbringen. Wir haben wieder bei 26 Minuten. Ich würde noch sagen, das reicht dann für heute. Wir haben wieder eine Weile vorangeschritten. Der Bezug könnte vielleicht sich noch dieses Jahr ein. Das könnten wir dieses Jahr noch hinkriegen. Alles rüber, alles fertig machen und gut ist, weil Bett kann man rüberschleppen. Die einen können hier schon mal einziehen, die anderen ziehen da ein und dann die Kamine stehen und dann können wir die Küche auch noch runterziehen. Das kriegen wir auf jeden Fall halt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich tierisch freuen. Kombi ist natürlich auch immer was Feines. Und wenn ihr ein Abo da lasst, natürlich ist es auch immer was Tolles. Und wenn ihr zum Abo die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen. Weil ich gerade schon wieder nachgedacht habe, ob ich das hier alles so hinkriege. Aber ich glaube, das kriegen wir auch schon mal. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, nachdem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Ne? Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es wird dann immer der nächste Tag wahrscheinlich sein, wenn ich es nicht vergesse bei der nächsten Aufnahmesession. Und so weiter. Bis dahin. Ciao.